Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier schon kurz vor Köln auf dem Weg zur Gamescom 2013. Und wie es den Anschein hat, ist das Wetter heute ziemlich beschissen. Ziemlich pissig, würde ich sagen. Ja, wir haben es jetzt 14.52 Uhr, also um 3 Uhr, denke ich mal, werden wir dann wohl da sein. Und ich denke mal, das Fan-Treffen, was dann um 16 Uhr geplant ist in Thaler 8, könnte es eventuell etwas blöd aussehen. Naja. Aber je nachdem, vielleicht regnet es bis dahin auch nicht mehr. Genau. Schauen wir mal. Und ich bin gespannt, was uns alles erwarten wird, das erste Mal vor Ort. Und wie ihr seht, dass die Straße filmen nicht die ganze Zeit um mich. Weil meine Fratze kennen sie schon, die Leute, so haben sie wenigstens ein bisschen was von der Straße zu sehen. Ja, werden wir wohl gleich da sein, nehme ich an. Ja, ich bin auch gespannt, was uns alles so erwartet. Gute Frage, nicht Frage. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob es hier aufhört zu pissen. Das ist nämlich mal abartig nervig. Ich schreie schon die ganze Zeit hier den Regen an, dass er abhauen soll, aber es glaubt, die Sonne kommt raus. Die Sonne, die Sonne hinter uns. Ach, das bisschen. Naja. Das bisschen, das ist Sonne. Das bisschen kann man nicht als Sonne bezeichnen. So doch, richtig schöne Sonne. Sonne, wo man sich dann hätte noch ein bisschen sonnen können. Naja, sonnen muss man sich nicht. Wäre doch viel schöner gewesen. Nein. Ich denke mal, so fallen auch so Sachen wie der Hochseilgarten oder sowas, was da wohl sein soll, flach. Ja, das glaube ich nicht. Schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir sehen uns das. Guck mal, eine Limousine, wer fährt denn da? Da ist Gronkh drin bestimmt. Glaube ich nicht. Hallo Gronkh. Ich glaube nicht, dass er da in der Limousine sitzt. Der Commander-Krieger oder Gronkh. Irgendein Star wird da schon drin hocken oder sowas. Keine Ahnung. Oder ja, wir sind es auf jeden Fall nicht, wa? Nee, wir nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach vor Ort dann mal wieder. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Getarnt auf jeden Fall. Richtig cool. Spitzen Outfit. Schauen wir mal weiter. Ach Leute, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das Paket. Paket! Hi. Cool. Auch im Video. Auch im Video. Der Yeti. Ein Sniper. Ich hätte echt gedacht, das ist ein Yeti. Hallo auf YouTube, Grins. Ja? Servus. Hallo. Hi. Yo. Hallo an deine Abonnenten. Wer bist du überhaupt? Babyboots Play? Genau. Ah, sehr gut. Hallo zusammen.
Ja, servus zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr mich hier richtig versteht, aber wir haben hier zwei junge Herren gefunden, die wohl einen neuartigen Controller entwickelt haben. Ist das richtig? Das ist ein neuartiger Controller. Was ist das genau? Also neuartig ist in dem Sinne nicht. Es ist ein Fightstick für all diejenigen, die vielleicht Street Fighter, Tekken oder Dead or Alive oder ähnliches kann vorkommen. Für die sind diese Sticks relevant. Professionelle Spieler spielen mit sowas. Bei Amazon und Co. gibt es da kommerzielle Sticks. Die fand ich aber nicht so ganz so toll, deswegen dachte ich mir, ich mach's mal selber. Also das mit einem Holzkäse, mit dem von einem Tischler in Deutschland extra angefertigt. Modifiziere das Ding so, dass es mir gefällt. Ausgekommen ist im Arcade mit Marco. Okay. Das sind Arcade-Sticks. Und deswegen Marcade dann die Fusion. Hat eine LED-Mod, im Prinzip das Logo ist schön beleuchtet, die einzelnen Buttons sind auch schön beleuchtet. Kann man verschiedene Arten spielen. Den finalen Stick gibt es unten in Halle 10 zu sehen. Das ist dann auch der mit dem fertigen Layout. Man sieht hier oben, hat man die entsprechenden Tasten noch. Für Start, Home, Select und im Prinzip den Turbo-Taster findet man dann alles unten. Anschluss ist über USB. Und deswegen kann man es im Prinzip bei Xbox, PlayStation und PC anschleppen. Anklemmen und Probleme. Okay. Und wenn man dann Lust hat, die Webseite wäre arcade-sticks.de. Einfach mal draufschauen, da findet ihr eigentlich alle Kontaktdaten dann von mir inklusive ein Bildchen. Da erkennt man mich dann auch schön wieder. Also wer Lust hat auf das Teil, einfach sich bei mir melden, da würde ich mich sehr freuen. Danke. Super, Dankeschön. Ja, Baby Butz macht sich gerade einen Kaffee. Eine Lachmacke, sagen wir es mal so. Kaffee muss ja schließlich sein, ne? Aber zieht euch mal das ein. Messepreise, ja. 2,80 Euro für einen kleinen Becher. Das hier. Ihr seht schon den Gegensatz zu meiner Hand. Er ist nicht besonders groß, aber ja.